Bitte. Ich befinde mich hier in einem Haushalt, der höchst allergisch auf Ananas reagiert. Jazzsticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Deswegen... Ah nee, so funktioniert diese Stelle nicht. Heute bei Sticks Critics. Flying Power Ananas. Und deswegen heimlich, versteht ihr? Weil ich darf hier kein Ananas. Das ist von Aldi Süd. Auch das ist Verrat. Flying Power so als Name, naja, ne? Warum nicht? Eigentlich ziemlich solide. Und dann optisch auch noch mit dem Vögelchen da. Warum nicht? Läuft doch, oder? Also ich finde das ganz, ganz grundsolide so. Allerdings sieht die Dose im Gesamten doch eher schäbig aus. Will sie aber auch, ist billig Zeug. Aber so schäbig, da könnte man neues Design her. Leute, jetzt. Von den Inhalten her sieht das alles ganz normal aus. 32 Milligramm Koffein, 400 Milligramm Taurin pro 100 Milliliter. Inosit, kein Glucuron und Lacton. Zucker, keine Zuckerersatzzeugstoffe. Ich erwarte wenig von diesem Stoff. Allerdings wäre es schon irgendwie nice, wenn sie es hinkriegen, weil so purer Ananas-Energy-Drink, das ist nichts Häufiges, oder? Und es riecht, als würde man so eine Dose Ananas öffnen. Das riecht ganz schön ananasig. Ist Ananas-Aroma womöglich tatsächlich nah dran an Ananas? Während die meisten Aromastoffe für mich irgendwie so ein hat man sich drauf geeinigt ähnlich Zeug sind? Wir werden es erfahren. Ich trinke diesen Flying Power Ananas auf Moritz Neumeier. Habe ich bestimmt schon mal gemacht. Kann man immer wieder machen. Ganz ehrlich, hört euch einfach an, was der Mann zu sagen hat. Das ist im Groben witzig und er würde wahrscheinlich nicht sagen, wie wichtig es wäre, ist, sein könnte. Ist es aber. Deswegen, Prost. Das ist interessant. Hatte ich so noch nicht. Pure Ananas. Und so schmeckt es auch. Sehr ananasig. Sogar die Säure kommt durch die Säure des Energy Drinks gut rüber. Das ist weit übersolide für ein Getränk, das ich bei Aldi Süd für 29 Cent, glaube ich, plus Pfand bekommen habe. 330 Milliliter. Beeindruckend. Würde ich das wieder kaufen? Das könnte passieren, ja. Würde ich machen. Also ich finde Ananas nicht so geil, dass man das ständig bräuchte. Aber doch. Ja. Wer das kaufen sollte, du magst Ananas und störst dich nicht daran, dass es ein Billig-Energy-Drink ist. Ihr solltet alle keine Energy-Drinks trinken. Ist ein anderes Thema. Probiert's. Oder lasst es. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Recht vielen lieben Dank fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Glocke drücken und kommentieren, wie euch das gefällt, also das Getränk oder das Design. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi.